Ja, herzlich willkommen hier zum Part 2 von unserem kleinen Let's Show Minecraft Mastercraft Server. Ja, unter dem Namen VIP, ihr wieder zum Part 2, ihr seht. Ich höre wieder VIP-Tor und zeige euch jetzt mal meine kleine bescheidene Villa, die ich gestern noch ein bisschen so ausgebaut habe hier. Zeige ich immer hinter. Hinter habe ich aber noch nichts gebaut. Da kommt vielleicht noch kleine, also Vergrößerung, Erweiterung hin. Oder ein Garten. Da geht man hier halt rein. Das ist das linke Zimmer. Hier ist ein kleiner Abstellraum. Da kommt aber auch noch was hin. Hier ist noch ein paar kleine Sachen. Ja, und dann geht es jetzt hier auch in mein Lieblingszimmer. Nämlich die kleine Sauna. Ja, Sauna, Swimmingpool, wie auch immer. Kann man hier so schön baden. Ein paar kleine Planschbecken, 5 Stück sind. Vielleicht auch noch 6, weil ich noch eins bauen werde heute oder morgen. Ja, alles, wie gesagt, halt mit Wasser gebaut. Ja, falls ihr mal auf dem Server seid, beziehungsweise mal auf dem Server wollt, kommt einfach drauf, ohne Hamachi, IP Blender in die Description, wie immer ein, mastertom.selfe.org. Wie gesagt, am 17.02. wird unsere U-Bahn eröffnet, die freundlicherweise von Peter und vom Adi gebaut wurden, die euch überall hinführt, von der VIP-Welt zur Spleef Arena, oder zur Kirche hin, zur Mall hin, ja, werdet ihr alles sehen. Und am 18. ist unser kleines ist es ja gar nicht mehr, großes, riesen, mega Event, was halt immer einmal im Monat oder vielleicht öfters, wenn jemand Geburtstag hat, stattfindet. Ja, 18. Infos halt bei uns Admins, ich bin ja auch noch Admin, und ich mache jetzt hier halt gerade die kleine VIP-Reihe, danach werde ich wohl mit Supervisor anfangen. Ja, die VIP haben eine Funktion, steht auch alles in den Infowellen, zum Beispiel Voice Kick oder so, nur es ist im Moment noch nicht frei, also die Permissions sind im Moment noch nicht freigeschaltet. Ja, gibt's auch gar nicht, ihr könnt ja nicht sehen, was es alles kann. Ja. Ja, wie gesagt, 2 kleine Mini-Regeln. Ja, und ich wollte euch jetzt eigentlich mal so sagen, so ein paar kleine Wege, wie hier halt zum VIP kommt. Ja, wie gesagt, also ihr müsst halt schon ein paar Wochen halt auf dem Server spielen, immer freundlich sein, können so ich würde sagen, Assi-Sprache, aber nicht immer hey Sack, wie geht's dir oder so, sondern halt vernünftige deutsche Sprache halt, man sollte einen auch verstehen, nicht mal bei jedem Scheiß ausrasten, in jede Kleinigkeit gleich petzen, freundlicher Umgang miteinander. Ja, also ihr müsstet auch hier unter Money, solltet ihr auch schon ein paar Dollars bekommen, das macht halt, indem ihr Cobblestone, Dirt, Obsidian findet. Und hat, wie gesagt, in der Mall verkauft. Aber wir haben jetzt noch nicht den endgültigen Preis halt für VIP gemacht. Aber vielleicht, wenn er positiv auffällt oder halt keinen Scheiß baut, dann kann es sein, dass die Admins euch auch mal so schon mal VIP geben. Ja, man sollte ein paar Wochen halt schon spielen. Ja, man sollte halt nicht positiv aufgefallen sein mit Warnung oder so. Ja, man sollte auch schon halt am Tag auch schon mal so ein paar Stunden spielen, schon mal so Viertel bis halbe Stunde. Wenn halt auch, wenn es geht, vielleicht abmelden oder einmal so im Chat schreiben, ja, ich bin jetzt mal eben AFK halt. Oder am Ende sind wir auch bei Skype geben wir aber erst, wenn ihr halt vernünftig was macht, beziehungsweise ja halt gut umgeht mit anderen Leuten.
Ja, mein Skype-Ad ist halt Muppimann, M-U-P-P-I-M-A-N-N, könnt mich ja von mir aus adden. Könnt ihr gerne machen, könnt ihr vielleicht immer mit ihr halt, wie gesagt, wenn ihr, also halt Themen, wie gesagt, wenn ihr mal Lust auf den Server habt, ihr kommt drauf, ohne Hamachi. Wie gesagt, 12 Slots werden auch bald erweitert, bald ein Event, wo es halt schöne tolle Sachen gibt und einen kleinen Geldpreis von mir, haben sich auch schon viele angemeldet. Ja, und ich würde dann sagen, ja, wie ihr unten seht, hier am 18.2. ein kleines Event in der Spleef Arena statt. Nicht nur in der Spleef Arena, wir spielen auch andere Spiele, wie zum Beispiel Capture the Flag oder halt Railway oder ja, seht ihr alles bald. Da würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit bei euch und wir sehen uns im Part 3, wenn es heißt Let's Show Master Minecraft Mastercraft Server VIP Part 3. Tschüss.